Guten Morgen, Sportsfreunde! Der Zetzel hier von der Halbgurtschmiede für Asia Sports. Und ihr seht schon, heute habe ich mir einen jüngeren, besser aussehenden und vor allem massiveren Typen eingeladen. Den Lukas Eibler. Ja. Herzlich willkommen im Harz, mein Freund. Ja, auf meine Couch hier unter den Augen von König Leonidas. Und ich habe mir überlegt, für euch, liebe Sportsfreunde, stellen wir dem guten Mann ein paar Fragen und stellen euch den erstmal vor. Ja, erzähl mal ganz kurz, wer du bist, was du machst, wie alt bist du? Ja, wie schon gesagt, ich bin der Lukas Eibler aus dem schönen Allgäu. Tetzel war schon da. Ich bin 22 Jahre. Ja, zurzeit Abiturient und habe eine große Liebe, und zwar den Kraftsport. Ja. Ich finde es schön, dass du Kraftsport sagst. Ja. Tetzel hat mich, ist immer so geteilt, so Bodybuilding, Kraftsport. Und jetzt durch Tetzel bin ich so ein bisschen auf die Strongman-Schiene gerutscht auch, ja. Ja, wir haben mal reingeschnuppert, liebe Sportsfreunde. Videos mit mir und Lukas seht ihr natürlich noch auf den entsprechenden Channels, bei Lukas im Channel und bei mir unten in der Beschreibung verlinkt. Darum soll es gerade gar nicht unbedingt gehen. Wie lange trainierst du schon? Das ist eine gute Frage. Also da könnte man eigentlich gleich mal anfangen. Und zwar, Training war schon immer so, also immer schon so ein Bestandteil in meinem Leben. Ich habe schon als 10-Jähriger daheim dann angefangen, Liegestütz zu machen. Es war schon immer so, auch in der Schule, Armdrücken, es war immer schon dieser Wettkampf und dieses stark sein wollen. Aber so richtig am Eisen bin ich seit 5 Jahren jetzt vielleicht. Ja. Okay, 5 Jahre am Eisen. Ja. Du hast ja vorher noch was anderes gemacht. Du warst ja sehr erfolgreich in einer anderen Sportart, hast du mir verraten. Ja, genau. Ich war wie wahrscheinlich jeder Junge im Fußballverein, war dort sehr guter Stürmer. Also ich war sehr, sehr schnell oder... Wahrscheinlich bin ich es jetzt nicht mehr, ich bin zu schwer dazu. Aber ich war sehr, sehr schnell, war auch in der Schule. Also man hat mir auch immer gesagt, ich soll doch Leichtathlet werden, weil ich da immer sehr talentiert war. Und dann irgendwann hat Fußball nicht mehr so das Wahre. Und dann habe ich halt irgendwie eine Alternative gebraucht. Ja? Sport war schon auch immer so der Ausgleich zum Alltag für mich. Und ja, dann ging es eigentlich los, dass ich mit meinem Onkel damals... vom Wertstoffhof haben wir da so ein paar Hanteln abgestaubt und haben uns da so einen ganz, 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 ganz kleinen Raum eingerichtet. Da gibt es sogar noch Bilder. Und so ging das Ganze los dann. Total planlos natürlich, aber es hat Spaß gemacht, damals schon. Ja, auf jeden Fall. Und die Resultate seht ihr ja. Einen massiven Typen. Sehr jung, viel Kraft auf jeden Fall. Und mit sehr viel Sympathie beladen, kann man an dieser Stelle sagen. Kann ich nur zurückgeben, ja. Wir halten das heute ganz kurz. Eine ganz spannende Sache, die vielleicht noch keiner über dich groß weiß. Du machst ja auch oder hast ja auch lange Jahre Musik gemacht. Genau, ja. Erzähl doch mal darüber was. Ja, das war auch eine große Leidenschaft. Ich sage wahr, weil es im Moment leider nicht mehr, ich habe auch einfach nicht mehr die Zeit dafür, aber ich habe mit 8 oder 9 Jahren Klavierspielen angefangen. Da auch Unterricht natürlich einmal die Woche, bin dann geswitcht dann zu Keyboard, weil es einfach ein bisschen moderner war. Klavier war dann irgendwann dieses Klassische, war nicht mehr so meins. Und über das Keyboard-Spielen bin ich dann so ein bisschen ins Produzieren reingerutscht, so hab dann da so Beats gemacht, so ja, eher so Hip-Hop-Beats eigentlich. Durfte dann sogar für ein Radio auch mal so Sachen produzieren und hat mir das alles so selber ein bisschen angeeignet und das war auch eine sehr, sehr große Leidenschaft. Da sind auch etliche 1000 Stunden drauf gegangen. muss es vielleicht mal irgendwann mal wieder anfangen, aber ja, das war schon auch, hatte auch schon einen großen Bestandteil in meinem Leben, ja. Ja, ist eine coole Sache. Mal vielleicht ein kleiner Einblick für die Zuschauer, den sie noch nicht so kennen. Genau, ja. Kurze letzte Frage heute, wir halten es ganz kurz, runden es ab, denn wir sind schon wieder auf dem Sprung, liebe Leute, natürlich für euch weitere coole Projekte an den Start zu bringen. Und wie sieht es jetzt aus mit den aktuellen Zielen? Wo soll es hingehen? Du bist ja gerade ordentlich im Aufbau. Ja? Genau. Ich glaube, das kann man sehen und das ist auch gut so. Ja, Ziele jetzt auf was bezogen? Auf die Karriere, was Sport angeht, auf körperliches Ziel? Ja, was willst du machen? Stehen Wettkämpfe an? Vielleicht auch im Kraftsportbereich, hatten wir ja schon genau darüber gesprochen. Ja, also ja,
gerade im Aufbau auch ein bisschen unkontrolliert, sage ich mal, ja. Also ja, halt der klassische, wie sagt man, Dirty Bike so quasi. Aber es macht Spaß, es steht die Leistung wieder im Vordergrund. Ja, wir beide haben so das ganze Jahr eigentlich nur diätet, das letzte ganze Jahr so. Das war schon ein bisschen ja, viel, ne? Genau, und deswegen jetzt ist auch einfach mal so wieder abschalten angesagt. Ich habe wieder Bock auf Training. Das ist jetzt erstmal das erste Ziel, wieder die Leistung im Training, ja. Und jetzt durch Tetzel bin ich eh so ein bisschen in, wie ich schon gesagt habe, so in die Strongman-Kraftsportschiene gerutscht. Und ich denke, da ist primäres Ziel jetzt auch einfach mal wirklich die Gewichte zerstören, sag ich. Und Wettkampf steht erstmal jetzt nicht an, weil auch Schule jetzt wichtig ist. Ich muss mein Fachabi jetzt erstmal gut über die Bühne kriegen. Und Wettkampf ist dann vielleicht nächstes Jahr im Herbst, vielleicht mit dir dann auch geplant. Bodybuilding-Bühne. Ich war schon auf einem Men's Physik-Wettkampf, werde das aber nicht mehr machen. Ich werde dann schon wirklich auf die Bodybuilding-Bühne gehen. Aber Ziel ist jetzt erstmal der Aufbau, stärker werden, größer werden und guter Plan. Genau, und Schule natürlich schaffen, das ist auch sehr, sehr wichtig im Moment. Vielleicht schnappe ich dich ja auch einfach mal mit und nehme dich mit zu einem Strongman-Wettkampf. Ja, klar. Wird einfach mitgemacht. Genau, wird einfach gemacht. Ich habe gar keine Wahl. Ja, genau, so läuft's. Ja, Sportsfreunde, das ist der Lukas Eibler. Wer mehr von ihm sehen möchte, kann natürlich die Links unten in der Beschreibung abchecken. Und wer mehr von mir sehen möchte, natürlich wie immer hier auf Asia Sports oder auf meinem eigenen Channel. Der Luki hat auch gleich von mir ein T-Shirt verpasst gekriegt hier, damit er genau gut aussehend ins Video startet. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir beide werden sicherlich noch öfter mal zusammen unterwegs sein. Dann schreibt genau. Die einfach unten in die Kommentare. Wir kommen dann drauf zurück. Vielleicht sammeln wir es auch einfach nochmal für ein Video. Genau. Das letzte Wort gehört dir, Lukas. Ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ich meine Wenigkeit euch ein bisschen näher bringen durfte. Und ja, wir sehen uns, denke ich, demnächst irgendwo, irgendwann, irgendwie.